Warum mussten wir durchmachen? Warum hat sie Kasse bei uns nicht gerettet? Warum nicht sie? Die Drachen sind neutral. Die Drachen sind. Sind sie. Der wahre. Ist der Irre, der sie getötet hat. Wir müssen zurück. Keine gute Idee, Kumpel. Wir müssen zurück ihren Körper retten. Er darf sie nicht haben. Jetzt kann er sie nutzen, um dieses dumme Portal zu verwenden. Und das würde sie hassen. Sie würde es hassen, ein weiteres Monster zu sein, das ihnen gehorcht. Wenn wir sie nicht zurückhaben können, dann müssen wir zumindest hierher bringen, um sie zu beerdigen. Das können wir nicht, Kelly. Wir wissen nicht einmal, wo sie sind. Wir wüssten es, wenn wir geblieben wären. Aber das sind wir nicht. Wir können. Aber es ist, wie es ist. Oder Desaster kommen nicht zurück. Also können wir nichts tun. Wir haben versorgt, ihn in die Hände gespielt. All diese Macht, all die Stärke, Magie. Und wir haben nichts geändert. Clay, ich bin sicher, ihr habt euer Bestes. Was bringt uns allen Bestes zu geben, wenn man niemanden retten kann? Unsere Freundschaftsarbeit ist leer. Sie ist nicht mehr da. Da, wo Tier sein sollte, ist einfach nichts. Ich. Wenn wir nur irgendetwas anderes gemacht hätten. Wäre ich nicht nur nicht so stur gewesen. Ich weiß nicht, ob das irgendwas geändert hätte. Warum scheinst du dir da so sicher? Ich glaube er, der Totenbeschwörer. Ich glaube er wusste Bescheid über eure Pläne. Wie kann das sein? Nachdem ihr gegangen seid, die Dole an meinem Fenster. Siehe, ich glaube, sie war ein Spion. Und sie hat alles mitbekommen. Was? Wie kann sowas passieren? Wie kann dir so etwas nicht auffallen? Ich weiß es nicht und es tut mir leid. Ich will nur sagen, es ist nicht eure Schuld. Er hat uns alle überlistet. Also gab es nichts, was wir hätten tun können. Das kann nicht sein. Was soll das denn alles? Wofür tun wir überhaupt was? Wenn ihr jeden unserer Schuld kennt, können wir auch gleich aufgeben. Er hat die Urgroßaxt und seine Armee aus Albtraum gekehrt und weiß der Kuckuck was sonst noch. Und sie ist weg. Die einzige Person, die wusste, was zu tun war, ist weg. Und wir haben kein magisches Schwert. Du ver... mich doch, oder? Was? Die magische Flamme ist von der Flut erstickt worden. Wir sind verloren, oder es ist vorbei. Das klingt sehr danach, aber ich weiß nicht was, aber ich will ungern ja sagen. Noch nicht. Noch hat auch er nicht gewonnen. Auch wenn es so scheint. Wir sind noch hier, also können wir immer noch kämpfen. Wir können seine Pläne immer noch aufhalten. Die Hoffnung verlässt uns nur, wenn wir es zulassen. Du hast recht. Sie hätte nicht gewollt, dass wir aufgeben. Was sie gewollt hatte, war zum Leben und eine Chance mehr zu sein als eine Märtyrerin für eine Verhandlung und Schlacht.
Ich will sie zurück. Clay. Nein, ich will nichts mehr von dir hören. Du hast nicht einmal bemerkt, seit Vogel dein Gast ausspringt. Du fliegst doch, wer weiß. Du liegst uns die ganze Zeit nur an. Ist dir das alles scheißegal? Natürlich nicht. Das alles hier, ihr seid mir wichtiger, als ihr es euch vorstellen könnt. Ich will sie auch zurückhaben, Clay. Und? Kannst du sie zurückholen? Nein. Wofür bist du dann gut? Ich will keine Entschuldigung mehr. Und ich bin es zu leid, zu tun, als ob wir es schaffen könnten. Clay, bitte. Und ein Kämpfer weniger. Kann ich jetzt noch einen Drink haben? Willst du ihm nicht nach? Ich an deiner Stelle würde alles umbringen, was ich sehe. Also, nein. Was hältst du gern für einen Drink? Keine Ahnung, vielleicht etwas Schnelles. Kampf hat es nicht gerade geholfen, aber vielleicht hilft es meinem Magen. Ein Versuch ist es wert. Oh, Backe. Steuert ihr alles aufs Bad Ending zu. Wir verkacken uns hier tierisch. Das könnte gehen. Letztes Wort. Dann streicheln. Passt ja zu ihr. Schnell serviert. Genau wie es mag. Was für Dings mochte sie? Solche mit viel Verteidigung. Das passt. Oh, oh, das sieht gar nicht gut aus. Akt 4, Totenwache. Jetzt haben wir Akt 4 begonnen. Was soll denn jetzt noch kommen? Stören geradezu aufs Bad Ending zu. So ein Trick, habe ich die falschen Dings gemixt. Zu oft. Na, dann würf ich mal, wie das Ende hier ausgeht. Ein letzter Wurf. Wird es noch ein Happy End werden? Wird es noch was draus werden? Oder wird es wirklich ein Bad Ending? Naja, gut, das ist eine 15. Also, es wird kein perfektes Ending. Aber irgendwie kriegen wir noch ein halbwegs. In Akt 4 wären wir noch irgendwie ein halbwegs. Nicht ganz schönes, aber naja, es wird kein Ende entreden, sagt der Würfel. Schauen wir mal. Es wird kein TPK. Jemand sollte Clay folgen. Wir brauchen seine Hilfe. Wir können uns jetzt nicht voneinander trennen. Das sagst du so leicht. Du warst dabei. Du warst nicht dabei. Serlin hat recht. Besiegt sind wir Angst, wenn wir tot sind. Noch ist nicht alles verloren. Klar, aber diesen ganzen niemals aufgeben.
Schlucken fällt mir gerade echt schwer. Wenn du weißt, wie man das hier noch retten kann, sag's einfach. Ich mein's ernst. Ich würde sogar bei einer heroischen Ansprache nicht mit den Augen rollen. Dachte ich's mir. Also was jetzt? Willst du einfach aufgeben? Ich weiß es nicht. Clay hatte recht. Es ist wirklich schwer zu sehen, warum wir das hier überhaupt tun. Genau das hat uns überhaupt hierher gebracht. Was? Dein Versagen? Nein. Diese Ambivalenz. Ich muss endlich anfangen, euch die Realität zu stellen. Ihr müsst anfangen, euch die Realität zu stellen. Ich wette nicht gern auf Verlierer. Passt. Hast du genug für Lau getan? Wie viel müssen wir dir zahlen, damit du wieder interessiert bist? Mich doch. Julius, ja? Was, Dave? Denk ich doch mal nach. Was kannst du jetzt tun? Wohin kannst du gehen? Mach dich nicht über mich lustig, nur weil ich mich retten will. Du hast recht. Bald wird es nirgendwo mehr geben, wo du hingehen kannst. Ich will nicht davon hören. Was weißt du schon? Alles, was du tust, ist hier herumzusitzen und der Welt beim Untergehen zuzusehen. Du bist die letzte Person, die mir eine Predigt halten sollte. Das zu sagen ist nicht gerade fair. Du willst über fair reden. Es ist zu einfach für dich, auf deinem hohen Ross zu sitzen und zuzusehen, wie wir uns täglich abmühen. Und alles, was du anzubieten hast, sind langarmige Kommentare und ein paar gemeine Plätze. Tut mir leid. Ich wusste nicht, dass euch Söldner das hier so mitnimmt. Ich bin am Ende immer mitgegangen. Du auch. Hab ich mir gedacht. Darum war dieser Vogel, der uns die ganze Zeit gefolgt ist, für dich auch nur eine kleine Randerscheinung. Hey! Du redest die ganze Zeit von deiner Verantwortung. Wie ist es deine Pflicht, ist, jede Person zu bedienen, die durch diese Tür kommt? Wenn dieser Totenbeschwörer hier reinkommt, würdest du ihm dann auch zuhören? Würdest du Elijahs Mörder einem Drink servieren, mit demselben Lächeln, das du für uns übrig hast? Hey, vielleicht bringt er ja ihre Leiche mit. Gut, dass du weißt, was sie mag. Das war grausam. Aber leider die Wahrheit. Pass auf, bis die es erfahren. Warum stehst du ihr bei? Du solltest genauso wütend sein wie ich. Diese Elfe ist weg, weil sie ihr verdammtes Ego nicht zügeln konnte, richtig? Fable könnte irgendwo tot im Graben liegen und wir hätten keine Ahnung. Meine Drinks können keine Wunder bewirken. Sie sind nur die feine Linie zwischen Leben und Tod ein bisschen verschieben können, nicht wahr? Du hast Xim die Hilfe verweigert, als gewartet hat, dir zu widersprechen. Nicht, dass es jetzt noch wichtig wäre. Hört auf, so zu tun, als wäre Fable tot. Du hättest Xim nicht einfach so ziehen lassen sollen. Was ist daraus geworden, an Xian zu glauben?
Solange es nur die geringste Chance gibt, dass Xia zurückkommt, werden meine Türen offen sein. Gut zu sehen, dass du wenigstens etwas wie ein Herz hast. Egal. Egal. Ich weiß nicht, was ich sonst noch sagen sollte. Sag einfach irgendwas, das nicht so klingt, als hättest du bereits aufgegeben. Als hättest du nicht aufgegeben, als es im Abgrund ernst wurde. Das war etwas anderes. Es sind Leute gestorben. Und es werden noch viele weitere sterben, weil wir geflogen sind. Also wenn ihr nicht irgendwelche großartigen Ideen habt, wie wir das alles wieder gerade legen können. Oh, ich habe eine. Du könntest noch ein weiteres Kopfgeld ausschreiben, Dave. Damit sich jemand anders um deine Probleme kümmern kann. Nur werde das jemals diesmal nicht ich sein. Gasthütte, Zerlin, es war schön mit euch. Oder auch nicht. Aber ich wäre lieber von Clays Zorn verschont, als hier zu sitzen. Also, lebt wohl. Mit wem sollen wir jetzt den Kampf gegen die Totenbeschwörer machen? Mit den zwei hier? Sie hat schon irgendwie recht. Ich weiß nicht, was wir noch tun können. Ich habe nachgedacht, während wir aus dem Hochland zurückgekehrt sind. Ich könnte meine Familie besuchen gehen, aber würde ich bei ihnen ankommen, ehe die Sonne zum letzten Mal untergeht? Ich hätte es zumindest versuchen können. Und jetzt bin ich hier. Und ich weiß nicht, wieso. Wir müssen irgendwas tun können. Vielleicht, wenn wir den Überraschungsvorteil auf unserer Seite haben, können wir mit dem Schwert... Nein, dieses Schwert kann die Welt nicht retten. Und ich auch nicht. Fable. Oha. Das ist meine Überraschung. Bitte ich mir das gerade ein? Fable. Hallo miteinander. Grüße, Arthur. Willkommen zurück. Ja, ich bin zurück. Kneif mich bitte jemand. Au. Ich sagte kneif, nicht schlagen, Zerlin. Das war doch kein Schlag. Ich zeig's dir gleich. Wartet. Ich bin wirklich Fable. Das ist ein komisches, das ist gerade. Ich bin wirklich Fable. Oh Gott. Auch wenn ich anders aussehe, sehe ich so seltsam aus. Nein, es steht dir. Siehst ganz schön fesch aus, Elfchen. Danke, mir gefällt es auch. Ich mag deine Hörner. Du siehst ja gehörnt aus. Nein, das klingt falsch. Nochmal. Lass die Zeit. Du siehst wirklich gut aus. Wunderschön. Elysisch. Brauchst du selber einen Trink? Also, was ich sagen möchte. Ich bin froh, dass es dir gut geht, Fable. Und ich bin froh, dass du wieder da bist. Ich bin auch sehr froh, dich zu sehen. Es gibt viel, worüber wir reden müssen. Moment, vorher möchte ich...
Ich will nur sagen, es tut mir leid. Ich hätte dir niemals diesen Drink verweigern sollen. Egal, was für Unsicherheiten mich getrieben haben. Ich hätte mich niemals dazu verleiten lassen sollen, dich in Gefahr zu bringen. Ich habe es doch überlebt, oder? Und ich danke den Drachen dafür. Aber ich habe mich trotzdem heuchlerisch verhalten. Ich habe all die Worte, mit denen ich dich aufgebaut habe, immer ernst gemeint. Aber als an mir war, Vertrauen in dich zu setzen, es war schwer für mich, dir zu vertrauen, während meine Sorge um dich mich innerlich auffraß. Und die Angst, einen Freund zu verlieren. Meinst du nicht, Stammgast? Nein, du bist mein Freund. Und wenn du das noch willst. Ich habe seit unserem letzten Gespräch viel nachgedacht. Weißt du, zuerst war ich wütend, aber vor allem hatte ich Angst. Angst, dass wir niemals wieder miteinander sprechen würden. Ich wusste nicht einmal, ob ich überhaupt hier zurückkommen wollte. Vielleicht wäre mein altes Ich einfach weggeblieben, aber du bist mir auch sehr wichtig und ich wollte für uns beide tapfer sein. So bin ich zurückgekommen, um mit dir zu sprechen. Ich bin froh, dass ich das getan habe. Freut mich, dass ihr das endlich hinter euch bringen konntet. Dieses Gespräch muss dich einiges an Zeit für heute gekostet haben. Das war es wert. Aber ja, du musst für mich übernehmen, Dave. Ich gebe mein Bestes. Oh ja, wir haben keine Zeit zu plaudern. Dieser Totenbeschwörer hat die Urgroßachse gestohlen. Ich weiß nicht, wer er ist oder was er vorhat. Aber wir müssen ihn aufhalten. Warum seht ihr mich so an? Es wäre wohl gut, wenn wir austauschen, was passiert ist. Denk zuerst, Fabel. Wir platzen schon fast für Neugier. Also ihr wisst ja, dass ich nach Mel gesucht habe. Nahe dem Portal zum Abgrund des Zwielichts. Durch die Zerstörung, die die Flut angerichtet hatte, konnte ich keine Hinweise finden. Und dann kam mir ein Gedanke. Was, wenn Manny von den Wellen in das Portal gerissen wurde? Das wäre ein Albtraum, wortwörtlich. Und obwohl ich spüren konnte, dass die Schatten um das Portal herum sich bewegten, oder dass es der Eingang in eine Sphäre ist, die das Albtraumreich genannt wird, konnte ich einen Freund nicht einfach so im Stich lassen. Also ging ich durch das Portal. Und wie ging es weiter? Um ehrlich zu sein, kann ich mich nicht wirklich daran erinnern, was passiert ist, als das Portal betrat. Die verzerrte Landschaft, die riesigen dürren Kreaturen, die dort hausen, das Herz schlug mir bis zum Hals. Mein ganzes Blut schoss mir in die Ohren. Aber schließlich fand ich eine kleine Alkove, die mir Schutz bot. Aber ich konnte mich einfach nicht beruhigen. Ich war in meiner Panik so weit von meinem Einstiegspunkt gerannt, dass die Chancen, einen Spur von mir zu finden, quasi bei Null lagen. Und was hast du dann gemacht? Ich muss eingeschlafen sein. Was? Wie bitte? Das ganze Rennen und so hat mich so erschöpft, dass ich einfach umgefallen sein muss. Es war ein seltsames Gefühl, an so einem Ort zu schlafen. Ich konnte mich nicht an meine Träume erinnern, an dieses Gefühl von Angst und Unruhe. Aber als ich aufwachte, wirkte der Abgrund des Zwielichts ganz anders auf mich. Nicht mehr so gruselig. Ich fühlte mich fast melancholisch, als ich den purpurnen Horizont sah und plötzlich nahe meiner
Kurven, wo spitze Berge und den Himmel zerteilten, sah ich Gänge, die in Tunnel führten, die zuvor nicht da gewesen waren. Und mein Neugier trieb mich dazu, sie zu untersuchen. Ich ging tiefer und tiefer. Adern von kostbaren Erzen durchzogen die Wälder, Wände wahrscheinlich. Und schließlich weitete der Gang sich zu einer gewaltigen Höhle aus. Und ich, meine gewaltig, gigantisch, ich konnte die Decke kaum sehen. Wie sich herausstellte, hatte ich den Abgrund des Tunnels verlassen und war mitten ins Zentrum von Uru gestolpert. Die Ebenen nicht der Drachen, aber von mir lag schlafend der älteste Drache höchst selbst. Und Uru sah wacher aus, als Uru hätte sein sollen. Ich schätze, all das Wasser auf dem Boden muss Uru geweckt haben. Die Flut hat sogar Urus Höhle erreicht. Du meinst, der Drache, der, wenn er zu früh geweckt wird, die Welt zerstören wird, wach war? Ja. Großartig. Noch eine Apokalypse. Kriegen wir wenigstens Kombo-Punkte? Wartet, meine Geschichte ist noch nicht zu Ende. Aber ihr habt recht. Es sah wirklich nicht gut aus. Besonders nicht, als dieser Totenbeschwörer auftauchte. Ich habe mich hinter einigen Stalagmiten versteckt. Warum kaum, dass ich ihn bemerkt habe. Irgendetwas an seiner Aura und seiner Rüstung schien falsch. Einige Untot in Bauernkleidern folgten ihm. Ich haderte noch, ob ich mich ihm zeigen sollte. Da begann er einen seltsamen Zauber zu wirken. Ein grüner Nebel sammelte sich in Urus Kopf und plötzlich riss er die Augen. Ich war wie gelähmt, als Urus Blick mich traf. Seine ganze Präsenz wurde mit einem Mal erdrückend. Was auch immer der Nebel Uru zeigte, es schien Uru zu erzürnen. Und Urus Gebrüll ließ die gesamte Sphäre erzittern. Doch während Uru abgelenkt war, versuchte der Totenbeschwörer, deren Axt zu bestehlen, die Uru mir mit deren Schweif umschlossen hielt. Es war eine Kurzschlussreaktion, aber ich wusste, dass er die Axt nicht haben durfte. Ich musste ihn aufhalten. Doch als er die Waffe in die Hand nahm, sah er direkt zu mir. Meine Beine fühlten sich an wie aus Wackelpudding. Ich zitterte so stark, dass ich kaum noch atmen konnte. Und in diesem Moment wusste ich, wenn ich jetzt versuchen würde, ihn aufzuhalten, würde ich sterben. Doch zum Glück schüttelte Uru den Nebel in diesem Moment ab und stürzte sich auf den Eindringling. Die untoten Kreaturen schützten ihn mit ihren Körpern, die unter Urus Krallen zerbrachen. Während der Totenbeschwörer denselben Zauber erneut wirkte. Der Zauber wirkte und gab ihm wertvolle Sekunden zu entkommen. Eine Weile lang passierte nichts. Schweigen breitete sich aus. Ich glaube, die Verzweiflung machte mir Mut und blendete mich für mögliche Konsequenzen. Doch ich wollte nicht weiter zögern. Wenn dieser Totenbeschwörer die Angst für böse Zwecke nutzen wollte, während ich ihn aufhalten konnte, aber es nicht tat, dann kam ich aus meinem Versteck hervor und lief zu Uru, während ich um Hilfe flehte. Du hast einen älteren Drachen um Hilfe gebeten? Ja, es war alles, was ich tun konnte. Was war Urus Antwort? Es war ein Rätsel. Es ging ungefähr so. Ich erschaffe Stein, ich erschaffe Juwi, doch mein wertvollster Schatz, er lässt sich nicht stehlen. Manch einer sucht ihn zu sehen und zu Land. Er übermannte sie alle, bevor er mich fand. Er streckt alle nieder, die sterblich noch sind. Dem Tode so nahe, er ist wie ein Kind. Was suche ich, kleine Sterbliche?
Ich war noch nie gut im Rätseln. Ich bevorzuge handfeste Probleme. Gib einfach zu, dass du keine Geduld dafür hast. Da sind wir schon zwei. Um ehrlich zu sein, macht meine ganzen Gefühle es mir schwer nachzudenken. Und so sagte ich das Erste, was mir in den Sinn kam. Ich sagte, wie wenig Lust ich gerade in diesem Moment auf ein Rätsel hätte. Und dass alle zu retten nicht von einem Rätsel abhängen sollte. Und dass wenn nur etwas wollte, nur nicht in Rätseln sprechen und sich stattdessen klar ausdrücken sollte. Wow. Das hast du wohl gesagt. Ich bin etwas mitgerissen worden. Aber es schien ihn zu überraschen, denn Uro dachte. Und dann erklärte Uro mir, dass Uro einfach nur wieder schlafen wollte. Also holte ich meine Laute und spielte dem alten Drachen Uro ein Schlaflied. Und als ich sah, wie Uros Augen zufielen, legte Uro mir eine Kralle auf die Stirn. Mein Körper wurde warm und eine Sphäre aus blendend hellem blauen Feuer erschien vor mir. Sie war so warm, auf eine freundliche, sanfte Weise. Sie kitzelte mir in der Nase, und als ich mich vor Lachen nicht mehr zurückhalten konnte, da, habe ich sie irgendwie verschluckt. Bevor ich aber in Panik geraten konnte, um das Geschenk verschwunden zu haben, sagte Uros Blick mir, dass alles in Ordnung war. Dass Uros Flamme von nun an bei mir sein würde. Und dass diese Macht ein Geschenk an mich, nein, an diese Welt war. Und das Makeover gab es auch dazu. Das war es, schätze ich. Das war eine erstaunliche Geschichte. Du bist... Das ist unglaublich. Ich habe eigentlich nichts Besonderes gemacht. Jeder andere hätte an meiner Stelle das Gleiche getan. Nein, das ist Fable. Bixir neigt unbedingt. Ich habe leider vergessen, dir ein nettes Andenken mitzubringen. Ich glaube, du hast etwas viel Wichtiges zurückgebracht. Hoffnung. Oh. Sag mal, Elfchen, willst du sagen, du kannst jetzt Drachenfeuer beschwören? Ich glaube schon. Ich habe unterwegs versucht, diese Sphäre zu rufen, aber ich muss noch viel üben. Ha. Ich glaube, mir fehlt etwas Kontext. Später. Ich muss erst mal Maria finden. Das war schnell. Ich kann dir keinen Vorwurf machen.